Der im Labyrinth war einer. Das weiß ich noch. Kommen wir da schnell hin? Ja, wir werden das einfach jetzt mal machen und gucken, was es da so zu finden gibt. Weil mich das mal eben interessiert. Ich überlege jetzt... Es gibt auf jeden Fall noch Bäume in Marzahn. Da bin ich mir zu 100%ig sicher, weil da finden wir auch noch etwas, was uns hilfreich sein könnte. Ein Dahl. Ja, Ork stirbt. Und wir sind im Prinzip bei neben Zwinkerdorf. Die können wir uns nochmal für frei auffüllen. Ja. Dann sehen wir nochmal die lustigen Drachenfeen oder was auch immer das jetzt genau sind. Kleinen Dämonen. Was gibt's eigentlich hier? Achso, hier kann man. Da drüben kann man nur. Schade. Du stirbst gut. Ja, womit war der Baum jetzt eigentlich da verbunden? Ich weiß es gar nicht. Au. Oder war das der Baum, der mit dem Baum, wie heißt das? In der Berlin-Gegend verbunden war. So, hier müsste ja noch alles an sein, hoffe ich. Nein, hier ist nicht mehr alles an. So, wo waren das? War das hier hinten? Mal da oben lang. Ja, wenigstens sind wir aus dem äußerst nervigen, ich sag mal, vorletzten Labyrinth rausgekommen, weil das, was als nächstes alles kommt, ist irgendwie kein ganzes Labyrinth, meiner Meinung nach. Das eine... Wir könnten auch noch im Wasser noch mal in den Tempel gehen, fällt mir dazu gerade nur ein, weil da gibt es ja noch den Opa, der uns was über den ganzen Kram hier erzählen wollte und auch mal was rausfinden wollte. Da wir ihn nachmassern müssten, könnten wir da eigentlich nochmal reingucken gehen. Soweit war der Weg dahin ja, glaube ich, auch nicht. Ja, könnten wir eigentlich machen. Ich guck mal, wie ich Lust habe. Obwohl, ja, sollte man... Man kennt die Umgebung zwar schon, aber was soll's. So, hier sind noch zwei für umsonst. Juhu. Mit den Feen haben wir schon geredet, die sagen immer noch das gleiche. Ich glaube, die ändern ihren Gesprächstexten nicht. Ob der, wie gesagt, ob der Opan im Wasserfallschrein von Massan sein ändert, ich weiß, er hat nur gesagt, er möchte nochmal irgendwas nachforschen. Wenn man von ihm nie Nachricht erhält, weiß ich jetzt gar nicht, ob der wirklich was anderes sagt. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach. Wie gesagt, im Massan sind eh noch ein paar Bäume. Dann, ja, ich gehe hier erstmal nach. Stipst du wohl? Ich gehe hier erstmal gucken, ob der, wieso der nicht offen. Nein, der ist einfach noch nicht offen. Tja, dann ist das halt so. So, was bist du? Ja, ja. Ach, ja, natürlich treffe ich die Büsche. Natürlich sind die Büsche so hart, dass ich da das Schwert nicht durchziehen kann. Ja, mindestens seines Herzens ist er halt doch ein Elf. Er kann keinen Pflanzen wehtun. So, ja. Wir sind hier, die Wege sind alle offen. Wir können quasi überall hingehen, wo wir hingehen möchten. Wir waren alle so erleichtert, als wieder Licht im Leuchtturm war. Oh, du hast den Sonnenstein gefunden. Oh, du hast den Sonnenstein gefunden. Tatsächlich. Ja, was können wir noch mehr machen? Genau, es gibt jetzt, hier gibt es jetzt auch noch die, Arthurs illegale Glücksspielhallen, obwohl, nein, sie sind eigentlich legal. Was braucht man, um da ranzukommen? Man geht dazu ins Schloss. Ich zeige jetzt einfach nochmal so ein paar Sachen, denke ich mir mal. Wo ich denke, dass es für den einen oder anderen noch interessant sein könnte. Außerdem gehört es auch noch zum Spiel, dass es das gibt. Das gehört zwar nicht unbedingt zur Hauptstory, aber hier gibt's so... Welch Freude, euch wiederzusehen. Seht mal, wie ich wieder genesen bin. Ich werde mein Bestes tun, um Mekaton wieder lebenswert zu machen. Ich habe lange über das Verhältnis zwischen Politik und Militär nachgedacht. Julia und ich haben oft darüber diskutiert. Und ich bin überzeugt, dass sich die Stadt auch ohne Militärgewalt aufblühen lassen kann. Und deshalb habe ich ein Casino eröffnet, um so die Steuern senken zu können. Bitte kommt vorbei, so ihr Zeit findet. Ja, da kriegt man so ein Casino-Ticket.
Besucht mich jederzeit. Schützt euer Antlitz. Was sagst du uns? Goro. Ich habe mich völlig geändert. Ich arbeite hart bei Arthur, um meine Sünden wieder gut zu machen. Wer ist Goro? Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Oder ist Goro einer von den Rittern gewesen, die unter Herzog Mekator in der Mine waren? Ich glaube schon, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Interessiert eh niemanden. Casino? Ja, erstmal das Casino. Ich zeige mal das tolle Glücksspiel. Das ist wirklich nur Glücksspiel. Hier ist jetzt so ein Mann, im Brunnen wird das... Oh, sehe, du hast ein Casino-Ticket, bist du bereit? Ja. Willkommen, Arthur. Arthurischen Casino, amüsier dich gut. Hier haben wir Roulette. Das ist, ja, wird mir schon noch erklärt. Willkommen, lass uns Roulette spielen. Das Spiel fängt an, wenn du die große Kugel bekommst. Wenn die Kugel auf Rot landet, bekommst du 200 Taler. 50 Taler für ein Spiel. Willst du dein Glück versuchen? Ja, machen wir einfach mal. Es ist, man geht hier hin, hier ist ein Spielfeld, hier ist eine Kugel. Da geht man drauf, die rollt fröhlich raus und, die rollt rum. Ich glaube, man muss, was sie nicht gesagt hat, irgendwann was... Ah nein, man muss gar nichts drücken. Es ist von alleine, weil es Glücksspiel ist. Versuch's doch mal, ja. Wenn wir auf dem roten Feld gewesen, hätten wir aus unseren 50... Also hätten wir quasi 150 gewinnen. Hier gibt's Hühnerrennen. Willkommen beim Hühnerrennen. Setz auf eins der vier Hühner. Wenn deins zuerst ins Ziel kommt, erhältst du 200 Taler. 50 Taler fürs Rennen. Möchtest du... Ja. Viel Glück. Ja. Man steckt hier so auf den Huhn drauf und dann läuft das. Man gewinnt aber eh vermutlich nie. Ja, die anderen lecken sich an einen schon wieder vor. Oh nein, wir gewinnen doch. Nein, Glückwunsch, bitte sehr. Juhu. Damit machen wir zumindest das, gleichen wir das wieder aus, was wir hier sonst ausgeben. Naja, was soll's. Und was gab's als drittes Spiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Hühnerwurf. Oh, man darf mit Hühnern rumwerfen. Hier ist so eine Grube. Ich weiß gar nicht, kommt man hier irgendwie dann noch rein? Hallo, lass uns Hühnerwurf spielen. Versuche, so viele Hühnchen zu fangen wie möglich. Wirf sie in den Feld, bevor sie Zeit um ist. Der Rekord ist 3. Du bekommst 5 Taler. Das Spiel beginnt, wenn du auf dem roten Kästchen stehst. 20 Taler eine Runde. Ja. Ja, man geht hier rauf. Wir waren anscheinend nicht richtig drauf. So, jetzt. Jetzt kriegen wir Hühner. Ja, sie wollen da nicht rein. Es gibt so ein schnelles Gummidorf unter irgendwas wohnen. Und ich werfe sie irgendwie immer zu weit. Aber los, komm her. Mistige Hühner. Ah, ja, fisch. Dumme Viecher, ich will euch doch nur hochheben. Ja, es liegt mir auf jeden Fall nicht. So, noch eins. Ja, komm her. Ich hab gesagt, du sollst herkommen. Boah. Ich hab dich. Glückwunsch, bitte sehr. 10 Taler. Juhu, wir haben es geschafft, 2 Hühner da rein zu schmeißen. Ist da was? Komm her. Wo geht's denn da hin? Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ich frage mich, ob man da unendlich weitergehen kann. Oder ob man irgendwann einfach tot ist. Ach, ich probiere lieber nicht auf neue Stütze Spiel noch ab. Wer weiß, was da ist. Ich will es lieber nicht wissen, habe ich gerade beschlossen. Gab's hier nicht noch irgendeine Truhe mit irgendwas? Ich guck noch mal eben was. Nein. Ja. Das war das Casino quasi. Nur um es mal gezeigt zu haben. Sagst du noch? Willkommen, ja. Kennen wir. Wir sollen uns gut amüsieren. Haben wir quasi getan. Dann, was gibt es noch? Es gab noch ein paar genau hier in diesem Haus, wo Dahl ausgeschenkt wird. Gibt es mittlerweile eine neue Errungenschaft. Generator lebe. Hurra. Lasst uns... Das muss gefeiert werden. Und du sagst... Ich habe umgeräumt. Du kannst jetzt von oben aus aus dem Bett bestellen. Geh mal nach oben, bestell was. Ja, das war vorher nicht möglich. Wenn man jetzt hier mit ihm redet. Noch ein Diätdahl? Ja, auf jeden Fall, kommt er jetzt mit dem Fahrstuhl nach oben.
Ein Diätei, kommt gleich bitte. Kommt gleich, bitte, wie schmeckt's? Ja, er kann hier auf jeden Fall hochfahren. Julia, ach, keine Ahnung, der schläft da irgendwie. Man kann ja auch runterspringen und landet genau hier. Wie auch immer er hoch, genau hochkommt, ohne Leiter, ohne alles, aber er kommt hoch. Ja, gibt's hier noch was Wichtiges? Es gibt hier noch den Orakelstein. Der kostet aber einen Haufen Geld. Den kaufe ich jetzt einfach mal nicht. Hier gibt es aber, glaube ich, mittlerweile die Glocke.